Flott aufgespielt wurde am 30. August im Nationalparkzentrum Molln. 5 Volksmusikgruppen mit hervorragenden Musikern verwandelten das Atrium in eine gemütliche Musikanten-Hurgaststube. Echte Volksmusik wurde an diesem Abend nicht nur gespielt, sondern auch gelebt. Ja, der Denkanstoß war natürlich unsere 340 Jahre Bestandsjubiläum. Wir kommen ja von der Maultrommel und seit 42 Jahren haben wir auch ein artverwandtes Instrument, das eigentlich unser Hauptinstrument geworden ist, die Original Kärntner Harmonika, die steirische Ziehharmonika mit den Knöpferl. Und das wollen wir einfach gebührend feiern. Ja, herzlichst guten Abend benannt. Durch das Programm führte mit Witz, Charme und profundem Wissen der beliebte Radio Oberösterreich-Moderator Franz Gumpenberger. Losgang ist mit Grems, deutlich. Ja, die Musikgruppen, die gibt es seit 10 Jahren, wo es Eisen da herinnen schon seit 500 Jahren gibt, aber das Blech hat es eben noch nicht gegeben. Musikalisch verwöhnt wurden die Gäste an diesem Abend vom Kremstal Blech, der Dachbodenmusi, der Familienmusikhäusler, den Schwarzdirndln und vielen anderen. Die Maultrommel und die Kärntner Landharmonika haben eines gemeinsam. Beide werden sie in Molln in der Harmonika-Manufaktur Schwarz hergestellt und gespielt. Die Maultrommel ist ja ein Zungeninstrument und die Maultrommel ist ja die Vorläuferin der Mundharmonika und die Mundharmonika wiederum die Vorläuferin der Ziehharmonika. Die Maultrommel hat natürlich immer ein Auf und Ab gehabt. Wir haben dann einfach ein ortsverwandtes Instrument gesucht und das haben wir dann in der Ziehharmonika gefunden, beziehungsweise haben dann auch relativ schnell mit der Entwicklung begonnen. Das Ganze ist kontinuierlich gewachsen. Das Grundstein, was mein Vater gelegt hat, ist dann von meiner Seite eben entsprechend ausgebaut worden. Im Jahr 1679 begann die Familie Schwarz in Molln mit der Produktion von Maultrommeln. Bereits seit 13 Generationen ist der Betrieb ununterbrochen im Familienbesitz. Als jüngste Harmonikamachermeisterin ist Lisa Maria Schwarz seit 3 Jahren und seit einem Jahr Tochter Michaela im Familienunternehmen tätig. Bei 3 Generationen und 3 Meinungen im Unternehmen ist es wichtig, den Erfolgsweg im Auge zu behalten. Ja, die Mama, was ist so deine Aufgabe im Betrieb? Ich glaube, ich bin ein bisschen Mädchen für alles. Ich schaue erstens einmal, dass ich meine Familie gut zusammenhalte. Nachdem die Töchter jetzt im Betrieb sind, muss man ab und zu ein bisschen schlichten zwischen den Generationen. Aber es funktioniert sehr gut. Lisa, wie geht's denn mit Papa? Wie ist denn das im Betrieb? Wie die Mama schon gesagt hat, man braucht immer ein gewisses Bindeglied, was die Familie auch wieder weg zusammenhält. Weil es ist natürlich jetzt auch im Verbund mit meiner Schwester, wir wollen einfach, dass das weitergeht, weil es taugt uns und wir wollen einfach auch trotzdem einen frischen Wind reinbringen. Also die lebende Musik ist für euch schon sehr wichtig. Genau, definitiv. Also es freut uns, dass wir heute so hochkarätige Musiker auch da haben, vor allem auch Musiker aus der Region. Ja. Und freut uns auch, dass unser Instrument da Anklang findet. Im Zuge der Kärntnerland-Festwoche wurde auch eine Original-Kärntnerland-Harmonika im Wert von 2.100 Euro verlost.
Beim Kauf einer steirischen Harmonika zählen nicht nur der gute Klang und die schöne Optik. Entscheidend ist auch der Kundenservice vor und nach dem Kauf. Es ist fast jedes Instrument ein Unikat. Aber mir fällt da ganz eine lustige Begebenheit ein. Und als eine Kundschaft komme, ein ganz einfaches, kleines Mandel. Weil ich gewohnt bin, dass einfach die Leute, der will einen anderen Balk, der andere will andere Knöpfe, der nächste will andere Schaltrichter oder andere Bleche und so weiter. Das ist einfach bei uns gar nicht gegeben. Ich habe gesagt, nein, ich mag das Instrument, das gefällt mir eigentlich gut. Und ich habe dann gesagt, ich habe dann eigentlich instinktiv drauf gedrängt, sage ich, hätte ja was Spezielles gebracht. Sagt er, Spaß ist, ich weiß nicht, meint das ernst oder meint das per Spaß. Wenn Sie mir wirklich was Gutes tun wollen, dann können Sie mir meine Harmonika auf der Wiederseite mit Schindel verdafeln. Ernst Schiermeier aus Schwanenstadt ist seit 20 Jahren begeisterter Kärntner Landspieler und hat selbst über 10 Harmonikas. Es ist einfach ein zuverlässiges Instrument, muss ich sagen. Die hat mich noch nie hängen lassen. Sie geht auch nicht falsch oder dass irgendwie eine Stimme runterfällt. Jetzt werden Sie die Zuseher fragen, wieso braucht man 10 Ziehharmonika? Ja, verschiedene Stimmungen und jedes Mal, wenn was Neues kommt, kaufen wir uns wieder eine neue. Ne? Kärntner Landharmonikas werden auch in der Schweiz gerne gespielt. Ich habe in der Schweiz ja verschiedene Musik-Events organisiert und als Überraschung habe ich immer festgestellt, die spielen vor allem kein Original-Kärntner. Und der Karl Schwarz hat mich dann so überzeugt und beraten, dass ich gesagt habe, so jetzt auf meinen Geburtstag von 2017, jetzt kaufe ich eine und ein Stück Lebensfreude. Volksmusik ist beides, Leben und Erleben. Ja, ich finde, es war ein sehr gelungener Abend. Ich bin ja eine leidenschaftliche Musikantin selbst, aber mindestens genauso gern höre ich solche Klänge zu. Und das war halt wirklich einzigartig. Die Region und die Volksmusik sind eng miteinander verknüpft. Beides kann man nicht nur hören, sondern auch spüren. Die Musik, gerade die Volksmusik, geht aufs Gemüt, aufs Gespür, aufs Gefühl. Tourismus kann man nur machen, wenn Menschen, die herkommen, das Gefühl erleben, das gemütliche erleben und die Region echt erleben. Und die Volksmusik ist für mich das, was die Region so echt macht. Die zahlreichen Gäste im Nationalparkzentrum Mollen waren von diesem stimmungsvollen Abend der Volksmusik restlos begeistert. Für mich war es extrem entschleunigend. Ja, ich finde, es hat einfach heute gezeigt, wie vielseitig das die traditionelle Musik sein kann. Von der Instrumentenvielfalt her, wie die steirische Harmonika ihren Einsatz findet. Und auch die gesanglichen Leistungen waren wirklich hervorragend. Das ist ein echt erfolgstümlicher Abend, so wie man es wenn man es sich wünscht, nicht? Ist ein bisschen anders als direkt im Tirol, aber ich würde sagen, mir gefällt der ungemein der Abend, der ist richtig bärig, sagt man im Zillertal. Das Wichtigste ist eigentlich, dass die Jungen leider Begeisterung kriegen für diese Musik und dann kriegt das sowieso Eigendynamik, die Leute dann so selber weiter und das ist das, was mir am allermeisten freut.